Hallo und willkommen zu diesem Video. Das hier ist die Auflösung meines 50.000 Abonnenten-Spezialvideos, was ich vor einiger Zeit hier auf meinem Kanal veranstaltet habe. Und bevor ich jetzt hier mit der Auflösung beginne, möchte ich nochmal einiges klarstellen. Wir erinnern uns nochmal zurück an mein Video. Ich habe in diesem Video eine Frage gestellt. Und zwar war die Frage, wie viel Feuerwerkskörper habe ich in meine Torte gesteckt, die ich schlussendlich gesprengt habe. Mit Feuerwerkskörpern meine ich natürlich den Überbegriff alle Feuerwerkskörper. Das sind Böller und Fontänen oder dergleichen insgesamt gemeint. Also nicht nur die Böller, nur die Fontänen, sondern alles zusammen. Wir schauen einfach mal in den Bau oder in ein Foto des Baus der Torte hinein und wir zählen mal gemeinsam durch. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Böller und eine Fontäne. Also heißt das, insgesamt haben wir hier 5 Feuerwerkskörper. Was also bedeutet, wenn ihr in eurem Kommentar geantwortet habt, 5 Feuerwerkskörper oder 4 Böller und eine Fontäne oder irgendwas ähnliches in dieser Art und Weise, was die richtige Antwort wiedergibt, dann lasse ich das einfach mal gelten. Nochmal, um einen anderen Punkt nochmal klarzustellen, weil es dann immer meistens etwas zu Meckerei kommt, wenn dann jemand hier nicht gewinnt oder dieses Problem hatte ich schon in anderen Videos. Gewinnen tut derjenige, der die richtige Antwort geschrieben hat, mir natürlich einen Kommentar geschrieben hat. Es werden nur Kommentare mitgezählt, die im Zeitraum des Einsendeschlusses an mich geschrieben wurden. Und ihr müsst die Bedingungen, die unter dem Video standen, natürlich auch akzeptiert haben. Also nur wer den kompletten Rahmen erfüllt, kann hier gewinnen. Doppelte Kommentare werden von meinem Zufallsgenerator nicht gezählt. Jetzt schauen wir einfach mal auf unsere Kommentare. Ich gucke nochmal auf die Uhr. Heute haben wir den 1.11.2016 um ca. 17 Uhr. Das heißt, wir sind ca. 17 Stunden über den Einsendeschluss hinaus. Wir sehen hier in den Kommentaren, ich sortiere einfach mal die neuesten zuerst. So sehen wir die neuesten Kommentare zuerst. Und wir sehen hier gleich einen Kommentar, der nur 6 Stunden alt ist. Das kann natürlich nicht sein. Vor 17 Stunden war ja schon der Einsendeschluss. Diesen Kommentar lösche ich. Du hast leider Pech gehabt, das war zu spät. Und wir schauen weiter. Alle anderen Kommentare sind definitiv älter als einen Tag und sind damit mit im Lostopf. Jetzt schauen wir nochmal in die Spam-Liste. Ist hier irgendwas gespammt oder dergleichen? Nein, alle Kommentare sind freigeschaltet. Und jetzt können wir loslegen. Wir nehmen die URL des Videos und stopfen sie einfach mal hier in unseren Random-Kommentar-Picker hinein. Dieser lädt nun alle Kommentare, die unter dem Video geschrieben sind und sortiert dementsprechende Antwort oder Doppelkommentare aus. Jetzt haben wir alle Kommentare hier in dem Topf drin. Das dauert einen kleinen Moment, bis dieser random Kommentarpicker alles geladen hat, und jetzt haben wir alle geladen. So, jetzt kommen wir zur ersten Verlosung. Als allererstes verlose ich diese Werkzeugkiste, diese aufklappbare Werkzeugkiste samt Inhalt. Also der erste Gewinner bekommt diese Werkzeugkiste. Jetzt klicken wir den Button und lassen den Kommentarpicker einen Gewinner ziehen. So, und die Werkzeugkiste bekommt Elias Martin. So, damit bist du also unser erster Gewinner. Damit sage ich schon mal herzlichen Glückwunsch. Und jetzt liegt es an dir. Schreibe mir bitte innerhalb von 7 Tagen eine PN an den Kanal M1 Molter. Ich werde dich nochmal in den Kommentaren hier unten anschreiben, damit du auch weißt, dass du gewonnen hast. Antworte mir bitte aber nicht in den Kommentaren mit deiner Adresse. Du solltest es auf jeden Fall vermeiden, so hätte dann jeder deine Adresse. Schreibe mir bitte eine PN. Solltest du das nicht hinbekommen, kontaktiere mich nochmal anderweitig. Wir kriegen das schon irgendwie geregelt. So, jetzt haben wir unseren zweiten Preis. Als zweiten Preis hätte ich die zweite Werkzeugkiste. Das ist hier dieser Werkzeugkasten, sage ich einfach mal, mit den Schubladenauszügen und dem Werkzeug als Inhalt. Diesen Kasten bekommt jetzt, wir nehmen einfach wieder unseren Random Kommentarpicker, schauen auch nochmal, dass alles noch in Ordnung ist. Wir sehen den letzten Gewinner noch eingeblendet und jetzt laden wir die ganze Geschichte noch einmal neu. Somit sortieren wir wieder alle neu in den Lostopf ein und warten wieder, bis dieses Tool alle Kommentare geladen hat. So, nun sind alle Kommentare geladen. Wir klicken den Button und lassen uns den zweiten Gewinner liefern. So, und unser zweiter Gewinner ist damit Syndios. Du hast natürlich jetzt die zweite Werkzeugkiste gewonnen. Für dich gilt natürlich dasselbe wie für den ersten Gewinner. Schreibe mir bitte eine PN an den Kanal M1 Molder und das bitte innerhalb von 7 Tagen, indem du mir eine deutsche Postadresse mitteilst. So, jetzt haben wir noch ein drittes Produkt und zwar den Akkuschrauber, den XU5. Wer bekommt den?
schauen wir wieder auf unserem random Kommentarpicker. Wir schauen auch hier wieder, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Wir haben immer noch den letzten Gewinner offen. Wir laden die Geschichte neu. Wir sammeln wieder alle in den Lostopf hinein und schauen, bis dieser Kommentarpicker alles hochgezählt hat, alle Kommentare eingeladen hat. Das dauert leider wieder etwas. So, und damit sind wir fertig. Jetzt drücken wir wieder den Button. Und unser dritter Gewinner, der Gewinner des Akkus, ist Michael Raschke. So, du hast natürlich jetzt auch genau dieselbe Aufgabe wie die zwei Gewinner vor dir. Schreibe mir bitte eine PN an den Kanal M1 Molder, indem du mir deine Adresse mitteilst. So, an alle anderen, die hier leider nichts gewonnen hat. Es ist, wie gesagt, schwierig immer für so viele Leute Gewinne zur Verfügung zu stellen. Ich werde es aber jetzt so machen auf diesem Kanal. Ich werde alle 10.000 Abonnenten ein Giveaway veranstalten, ein kleines Giveaway mit jeweils einem Artikel. Und jeden großen Sprung, sagen wir einfach mal, der nächste große Sprung wäre 100.000 Abonnenten, sofern ich das erreiche. Da kommt dann wieder ein großes Giveaway. Wenn ihr nochmal etwas mehr Giveaway-hungrig seid, hätte ich noch eine kleine Empfehlung für euch. Besucht einfach meinen zweiten Kanal, M-Molder Video. Hier werden alle zwei Wochen oder hier wird alle zwei Wochen von mir ein Flohmarkt veranstaltet, ein Marx-Flohmarkt. Das ist zwar kein direktes Gewinnspiel, aber hier verschenke ich Dinge, die ich nicht mehr benötige, die ich hier noch irgendwie rumstehen habe, die ich übrig habe. Und hier habt ihr dann natürlich auch die Möglichkeit, schöne Sachen abzugreifen. So, ich hoffe mal, das ist alles zu eurer Zufriedenheit abgelaufen und sage damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.